Hallo, heute geht es einmal um die COPD, oft auch als Raucherkrankheit bekannt. Sie glauben gar nicht, wie oft ich Patienten begegne, die eine COPD haben und gar nicht selber wirklich darüber Bescheid wissen. Aufklärung ist dann manchmal auch schwierig, weil man es als Betroffener dann als Vorwurf aufnimmt. Ja, das Rauchen ist dran schuld, das weiß ich ja selber vielleicht auch. Es stimmt, in 90% der Fälle ist auch das Rauchen dran schuld. Ich gehe jetzt heute einmal auf die COPD ein. Und warum ist das wichtig? Weil eine COPD ist nicht heilbar, aber in über 90% der Fälle vermeidbar. Und das Krasse, wie eben gesagt, viele kennen die COPD überhaupt nicht. Alle von uns kennen Asthma bzw. haben davon gehört, aber nicht von der COPD. COPD ist aber viel, viel schlimmer, ungefährlicher und häufiger und im Gegensatz zum Beispiel zu Asthma, wir haben es selbst meist in der Hand und ganz wichtig ist auch, wie wir danach mit der COPD umgehen, wie wir diese therapieren und deswegen ist es wichtig, sich jetzt einmal das Video anzuschauen. Hallo und herzlich willkommen zur Videovisite. Mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Eine typische Situation: Der Betroffene merkt, wie er zunehmend schwerer Luft bekommt, erwartet, meist denkt er, es ist harmlos, der Patient verharmlost es selber. Irgendwie kommt es vom Rauchen, aber Krebs wird es bestimmt nicht sein. Das hört man sehr oft. Es stimmt auch, oftmals ist es kein Krebs. Krebs oder Lungenkrebs durch Rauchen, darüber weiß jeder Bescheid, aber COPD durch Rauchen, Sie glauben mir nicht, wie oft man auf eine solche Denke stößt. Das ist ja gar nicht weiter schlimm, dass ich jetzt nicht mehr so richtig Luft bekomme. Wichtig, wenn Sie rauchen und bemerken, dass Sie irgendwie immer öfter, immer schwerer Luft bekommen, dann gehen Sie zum Arzt, gehen Sie sofort zum Arzt und klären Sie dort ab, ist es wirklich harmlos, eine Reizung einmalig oder eine beginnende COPD. Warum? Warum ist das wichtig? COPD ist nicht heilbar, aber je früher Sie diese therapieren, desto besser. Als Raucher kennen Sie das Risiko für Lungenkrebs, aber auch für COPD. COPD bedeutet, dass Sie später immer schlechter atmen und Luftnot schon beim Spazieren, beim Treppensteigen oder mit Enkelspielen bekommen. Lungenkrebs klingt gefährlicher, aber COPD ist nicht besser für Betroffene. Das ist ganz wichtig für Sie einmal zu wissen. Was ist eine COPD? Die COPD oder auch chronische obstruktive Lungenkrankheit oder Lungenerkrankung ist eine chronische Krankheit der Lunge. Chronisch, also dauerhaft, permanent. Am Anfang kommt es ab und zu, aber dann in immer öfteren Intervallen. Es ist schleichend entwickelt. Es kommt zu Entzündungen der Atemwege und diese führen wiederum zu einer Verengung der Bronchien und dann zu einer Überblähung der Alveolen. Also was passiert? Die Lunge ist letztlich ausgelatscht. Die Lunge funktioniert deswegen nicht mehr richtig. Deswegen auch der zweite Teil des Begriffes obstruktiv. Chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Und obstruktiv bedeutet Verschluss, Verstopfung. Mit der COPD werden die Begriffe chronische Bronchitis und Lungenemphysem, also zwei verschiedene Begriffe, in Verbindung gebracht. Hier in meiner Zeichnung sieht man einmal die Alveolen, die Lungenbläschen, habe ich hier einmal aufgezeichnet. Die Lunge, bestehend aus den Alveolen, muss man sich vorstellen wie einen schönen Schwamm zum Beispiel. Und genau dieser Schwamm geht kaputt. Beziehungsweise statt dem Schwamm stellen Sie sich vor wie Weintrauben. Jede einzelne Traube, die da so an einer Rebe hängt, jede einzelne Traube ist ein Lungenbläschen. Und genau diese Trauben gehen kaputt mit der Zeit. Man hat nicht mehr eine einzelne Traube, sondern dann einen gesamten großen Ballon. Und bevor es zu einer COPD kommt, und ganz wichtig, einer irreversiblen COPD, eine COPD ist immer irreversible, erkranken Betroffene zunächst an einer chronischen Bronchitis. Das ist das, was die Patienten zunächst haben. Irreversibel bedeutet, was an der Lunge kaputt ist, kann nicht wieder zurückgezaubert werden, kann nicht wieder geheilt werden, es heilt nicht wieder, es wächst nicht nach. Also kaputt ist kaputt, beziehungsweise weg ist weg. Also wenn diese Weintrauben kaputt sind, dann gibt es diese Weintrauben nicht mehr. Das ist ganz wichtig.
Zunächst aber kommt die chronische Bronchitis. Das ist das, was der Betroffene merkt über Jahre. Husten, Husten mit Auswurf vielleicht sogar. Man spricht dann von einem produktiven Husten. Und das so in einem Zeitraum von 2 Jahren für mindestens 3 Monate. Das ist sozusagen, dann hat man eine chronische Bronchitis. Und eine COPD entwickelt sich dann bei Nichtbehandlung einer chronischen Bronchitis. Und deswegen ist es wichtig, wenn Sie merken, dieser Husten beginnt und kommt immer öfter, frühzeitig zum Arzt zu gehen, damit diese chronische Bronchitis behandelt wird, damit daraus danach keine COPD kommt. Und dann noch eine Stufe weiter, chronische Bronchitis, COPD, und dann kann es zu einem Lungenemphysem kommen und genau dann wird es sozusagen gefährlich. Aus einer COPD kann ein Lungenemphysem entstehen. Und genau dann ist es irreversibel. Dann kann man es nicht mehr zurückbilden. Dann kann man es sozusagen nicht mehr heilen. Also am Anfang, die chronische Bronchitis, die kann man noch behandeln. Da kann man gucken, dass sozusagen die Lunge nicht weiter geschädigt wird. Bei einem Lungenemphysem ist es sozusagen dann zu spät. Und dann kommt es nämlich dazu, dass zum einen die Lunge selber, die Anatomie, die Konstruktion der Lunge geschädigt wird, und zwar irreversibel, als auch die Funktion, der Gasaustausch, der nicht mehr stattfindet. Also das ganz wichtig, deswegen frühzeitig zum Arzt gehen. Einmal zum Lungenemphysem. Was ist das eigentlich? Also Lungenemphysem bedeutet überblähte Lunge. Und das bedeutet dann, dass es zu einer Schädigung dieser Lungenbläschen kommt, also der Weintrauben kommt, dass die Wandstruktur der Weintrauben geschädigt ist und damit dann letztlich die Lunge irreversibel geschädigt wird, dauerhaft. Und wie eine Rebe mit Trauben, so sieht die bei Gesunden aus, so wird daraus dann letztlich also ein Ballon. Und Mediziner sprechen dann von einem Lungenemphysem, es kommt zu einer Überblähung der Lunge. Nur noch Luft ist sozusagen in dieser Lunge drin, aber gar keine Struktur mehr. Also nochmal typischer Verlauf, chronische Bronchitis, COPD, Lungenemphysem. Die COPD selber wird eingeteilt in 4 Schweregrade. 1 ist leichte COPD, 4 ist die schwere COPD, so ist es ja meistens. Mehr dazu brauche ich jetzt hier nicht sagen, merken Sie sich einfach. Also 1 ist der Beginn, 4 ist dann schon irreversibel fortgeschritten. Bei 1 sieht man es einem meistens noch nicht an den Patienten. Bei 4 ist es offensichtlich, man erkennt dann schon sehr schnell, dass dieser Patient eine COPD hat. Ursachen der COPD. Wer bekommt nun eine COPD überhaupt? Ganz interessant, fast jeder 5. über 40 Jahre hat eine COPD. In 90% der Fälle sind es Raucher, passiv und aktiv als Ursache. Auch passives Rauchen kann zum COPD führen. Letztlich ist es so, fast jeder COPDler, wie gesagt, 90% der Fälle ist Raucher, aber nur jeder 5., der raucht, entwickelt eine COPD. Also da sieht man, dass natürlich die Genetik auch mal mit einer Rolle spielt. Und jeder kennt das Beispiel vielleicht vom ehemaligen Bundeskanzler Schmidt, der jahrelang geraucht hat, keine COPD hatte. Ganz interessant auch, die Wahrscheinlichkeit nimmt mit dem Alter zu und auch zunehmend sind es Frauen. Insgesamt sind meist noch Männer, die eine COPD haben, weil die halt öfter rauchen, aber zunehmend auch Frauen. Warum? Weil sich das Rauchverhalten geändert hat in den letzten Jahren und deswegen trifft man auch zunehmend Frauen mit einer COPD. Kurz einmal auch zum Rauchen. In der Medizin sprechen wir da immer von sogenannten Peckiers. Also ab ca. 20 bis 30 Peckiers ist bei 80 bis 90% der Raucher mit der Entstehung einer chronischen Bronchitis zu rechnen. Und nochmal, die chronische Bronchitis ist der Vorläufer sozusagen der COPD, wenn man da nicht rechtzeitig behandelt. Hatte ich ja eben schon einmal erläutert. Und was sind Peckiers? Also der tägliche Konsum in Päckchen wird mit der Anzahl der Raucherjahre multipliziert. In einem so ein Päckchen sind 20 Zigaretten. Also als Beispiel, wenn Sie als Patient rauchen und rauchen Sie jetzt seit 10 Jahren täglich 40 Zigaretten, also 2 Packungen, dann 10 mal 2, dann haben Sie insgesamt 20 Peckiers angesammelt. In diesem Zusammenhang auch ganz wichtig, typischerweise gibt es so die falsche Annahme, findet man oft im Internet, auch auf YouTube, Wasserpfeife sei gesünder als Zigarette. Nein, das stimmt nicht, zumindest nicht bezogen auf chronische Bronchitis und COPD. Wasserpfeifenrauch ist vergleichbar schädlich. Mag sein bezüglich Lungenkrebs, aber nicht bezüglich COPD. Bezüglich E-Zigaretten kann aufgrund einer ja momentan noch unzureichenden Studienlage noch keine definitive Aussage zum Risiko gemacht werden.
Aber auch hier zeigen Studien zunehmendes Risiko für Bronchitis, weil ja die Lunge sozusagen durch auch die E-Zigarette, durch den Qualm permanent gereizt wird und damit womöglich auch ein erhöhtes Risiko für COPD, aber Langzeitdaten fehlen dann noch. So viel aber einmal zum Rauchen. Neben dem Rauchen gibt es natürlich noch weitere Ursachen, wenn auch viel seltener. Nochmal 90% der Fälle oder Ursachen für COPD ist Rauchen, aber Luftverschmutzung, Feinstaubbelastung, typischerweise im Bergbau. In Ländern zum Beispiel, in denen vorwiegend mittels innerhäuslicher Feuerstätten geheizt wird, besteht eine höhere Inzidenz. Dann auch Krankheiten und Zustände, die eine normale Entwicklung der Lunge in der Kindheit behindern, führen zu einem erhöhten COPD-Risiko. Also man weiß, Kinder, die oftmals sehr oft während der in den ersten Jahren Lungenentzündungen, Lungeninfekte hatten, natürlich auch wenn die Eltern rauchen und auch Frühgeburt, erhöht das Risiko für eine COPD. Da gilt, je niedriger das Geburtsgewicht, desto höher das Risiko, eine COPD zu entwickeln. Und letztlich gibt es noch seltene Ursachen, genetische Ursachen auch, wie zum Beispiel Alpha-1-Antitrypsin-Mangel, aber da weiß Ihr Arzt dann Bescheid. Woran erkenne ich eine COPD? Woran erkenne ich nun eine COPD? Und da gibt es den Tipp, aha, das A steht für Auswurf, Husten und Atemnot. Das sind im Prinzip die drei typischen Symptome, Kardinalsymptome für eine COPD, kann man sich relativ gut und einfach merken. Die folgenden Symptome sind typisch nun für eine COPD. Ich habe die hier einmal zusammengefasst. Sind Beispiel, also chronischer Husten mit Auswurf. Der Auswurf ist mehr oft gelblich, zäh. Typisch ist auch das morgendliche Abhusten davon, dass Sie das morgens merken. Atemnot, und hier die Intensität steigert sich noch. Also zunächst bekommen Sie Atemnot nur bei Belastung, wenn Sie viel spazieren vielleicht. Und irgendwann in Ruhe. Und stellen Sie sich dann immer vor, Sie werden älter und irgendwann wollen Sie mit Ihren Enkeln vielleicht noch spielen. Und da natürlich nicht, ja, dass Sie komplette Atemnot sind und nicht mehr atmen können. Weitere Symptome sind noch durch die Atemnot auch hervorgerufen, dass Sie zum Beispiel eine Veränderung der Lippen und der Fingernägel bekommen, dass Sie blau werden, dass Sie sogenannte Urglasnägel, Trommelschlägelfinger bekommen, auch noch Veränderungen, Unterschenkelödem, also dicke Beine bekommen, etc. Also da gibt es Folgen, die alle letztlich entstehen, weil man zu wenig Sauerstoff hat, weil die Lunge halt nicht mehr richtig funktioniert. Therapie bei COPD? Vorab, gerade bei der COPD gilt, ab dem 60. Lebensjahr impfen Sie sich gegen Influenza, also gegen eine Grippe, um weitere Infekte der Lunge vorzubeugen, um keine Lungenentzündung zu bekommen. Also das als Tipp ganz wichtig. Wie sieht die Therapie nun aus? A und O ist da die Mitarbeit des Betroffenen. Nochmal, bei einer COPD und erst recht beim Lungenemphysem ist dies irreversibel geschädigt. Aber es ist wichtig, dass Sie selber nur mitmachen, dass es nicht noch schlimmer wird. Abstinenz von Nikotin. Bewegung ist sehr wichtig im Alltag. Atem- und Bewegungsübungen zur Unterstützung der eingeschränkten Atemfähigkeit. Also man macht da eine Atemschulung. Man übt die Lippenbremse, also eine bestimmte Atemtechnik, wo Sie sich als Patient dann die Nase oder durch die Nase einatmen und langsam durch die zusammengepressten Lippen ausatmen. Ja, Sie atmen durch die Nase ein, zusammenpressen und langsam dabei ausatmen. Dabei sollen die Backen beim Ausatmen aufgeblasen sein, ohne die Lippen anzuspannen. Der Druck in den Atemwegen wird erhöht und dadurch will man halt die Lunge sozusagen üben, man will die Lunge trainieren. Medikamente gibt es natürlich auch, aber die dienen nur zur Unterstützung, das ist wichtig. Es gibt kein Medikament, das eine COPD wieder heilt. Anticholinergika, dann bestimmte Medikamente wie das Salbutamol ist bekannt, auch Cortison. Ich habe das hier einmal alles aufgeschrieben. Letzter Punkt auch noch zur Behandlung, eine Osteoporose-Prophylaxe ist empfohlen, Vitamin D3, Calcium. Warum? Ein COPD-Patient hat über den Mangel an Sauerstoff oftmals auch Immobilität, den erhöhten Cortisonbedarf und deswegen oftmals ein erhöhtes Osteoporose-Risiko. Das sieht man sehr oft, gerade bei Frauen dann auch. Und dann natürlich zur Therapie auch, gerade dann, wenn sie im fortgeschrittenen Stadium sind, ist Sauerstoff. Noch einmal zusammengefasst, abschließend, wichtiger als Medikamente mit dem Rauchen aufhören, Mitarbeit und Durchführung vor allem der Atemübungen und denken Sie immer daran, letztlich führt es dazu, dass man selber keine Luft mehr bekommt und sozusagen erstickt und das ist ja nicht das, was man möchte.
Mehr dazu nachlesen können Sie gerne auf meiner Webseite. Schauen Sie auch gerne einmal das Video zu Asthma an. Da sehen Sie auch den Unterschied. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, gerne machen Sie den Daumen hoch. Gerne abonnieren Sie den Kanal auch. Und für Kommentare und Meinung hierzu schreiben Sie einmal direkt unter das Video. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.